interessiert. Einer der ersten Schotten, der ins Fadenkreuz der Sternenwesen geriet, war SPI-Mitglied Brian McMullen. Der 48-jährige Rocksänger sah schon Anfang der 80er Jahre sein erstes Raumschiff. Es war eindeutig kein Stern, es war ein kleiner Punkt, offensichtlich orangefarben, nicht weiß wie üblich. Ich schaute es mir genauer an, da begann es sich zu bewegen. Es sank abwärts, genau auf uns zu, es wurde immer größer. Nach ungefähr 20 Sekunden war es direkt über uns. Das Ding war offensichtlich eine fliegende Untertasse. Warum ausgerechnet Bonnybridge? Was